Cristiano Ronaldo. Er trägt die Nummer 7. 7. 7 reimt sich auf geblieben. Cristiano Ronaldo ist nicht bei Manchester United geblieben. Manchester United spielt in der Barclays Premier League. Der neue Verein von Cristiano Ronaldo, also Real Madrid, spielt in der Liga BBVA. Genauso wie der Rivale Barcelona. Wenn Real Madrid auf Barcelona trifft, dann wird das Ganze als El Clásico bezeichnet. Doch was genau bedeutet El Clásico? Der Klassiker. Der. Der, die, das sind Artikel. Wo findet man Artikel? Genau, in Zeitungen. In Zeitungen findet man Zeitungsartikel. Und worüber wird in diesen Zeitungsartikeln unter anderem berichtet? Genau, über Sport. Ist Fußball ein Sport? Ja, Fußball ist ein Sport. Und wer betreibt Fußball als Sport? Genau, der Lord. Lord Bendtner. Niklas Bendtner spielte in seiner Karriere bei Juventus Turin. Aus wie vielen einzelnen Wörtern besteht der Vereinsname Juventus Turin? Genau, aus zwei Wörtern, genauso wie bei Real Madrid. Wer spielte in seiner Karriere bei Juventus Turin und Real Madrid? Genau, Sami Khedira. Sami Khedira ist Deutscher, Cristiano Ronaldo ist Portugiese. Deutschland gewann gegen Portugal bei der WM 2014 in Brasilien mit 4:0. 4. 4 Bilder, ein Wort. Das Spiel wurde von der Lotum GmbH entwickelt. Lotum. Jeder Buchstabe des Wortes Lotum befindet sich ebenfalls im Namen Cristiano Ronaldo. Die Abkürzung von Cristiano Ronaldo lautet CR7. Das Wort CR7 besteht aus drei Abschnitten, C, R und 7. Was besteht noch aus drei Abschnitten? Genau, ein Dreieck. Und zwar aus genau drei Seiten. Und welches ganz besondere Dreieck besteht ebenfalls aus drei Seiten? Genau, das Illuminati-Dreieck. Somit ist es also nun bestätigt, Cristiano Ronaldo ist Illuminati confirmed. So Freunde, das war's also auch schon wieder mit diesem Video. Das Ganze könnte zu einer neuen Serie übergehen, denn ich habe mir einfach mal gedacht, auf YouTube bzw. im FIFA-YouTube-Bereich habe ich so eine Serie noch nie gesehen und deswegen habe ich mir gedacht, könnte ich einfach mal was ganz Besonderes machen, denn ich will hier ein bisschen mehr Schwung in die ganze Sache reinbringen. Und warum ich mir das jetzt eben so überlegt habe, denn beim 1000 Abonnenten-Special war das Ganze einfach so, da habe ich die Zahl 1000 auf den Namen FIFA Allstars hingeleitet und das Video hat einfach mal 92 Daumen nach oben bekommen bei nur 400 Klicks und das ist einfach eine überragende Bewertung. Das ist einfach wirklich ein tolles Feedback. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht gefällt euch das Ganze, ja? Und wenn euch das Ganze eben gefällt, falls ihr das Ganze als Serie haben wollt, könnt ihr mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Dann wird es das in FIFA 16 zu 100% als Serie geben. Das Ganze können wir natürlich auch mit anderen Spielern machen. Neymar, Messi, Bale und vielen anderen Spielern, vielleicht auch unbekanntere Spieler, und dann lasse ich mir auch immer wieder neue Sachen einfallen und ja, dann wird das Ganze meistens auf Illuminati Confirmed übergeleitet. Wir können das Ganze aber auch anders gestalten. Da könnt ihr mir einfach Vorschläge in die Videobeschreibung schreiben. Denn beim 1000 Abonnenten Special habe ich es ja auch so gemacht, dass ich einfach die Zahl 1000 auf FIFA Allstars hingeleitet habe und nicht auf Illuminati Confirmed mehr oder weniger. So können wir das Ganze auch machen. Schreibt mir einfach eure Vorschläge in die Kommentare, zum Beispiel Ronaldo wird zu Messi, und ich leite das Ganze dann so hin mit lustigen Bildern und so weiter und so fort, und dann könnte das Ganze eine richtig coole Sache werden. Ja, und das wäre eben sozusagen die neue Serie. Wie gesagt, lasst mir einen Daumen nach oben da, falls ihr das Ganze in FIFA 16 sehen wollt, und schreibt auf jeden Fall auch in die Kommentare, mit welchem Spieler ich das Ganze als nächstes machen soll. Mir hat es auf jeden Fall richtig viel Spaß gemacht. Es ist sau viel Arbeit, das Ganze hier zu schneiden, Bilder einzufügen und so weiter und sofort, sich das Ganze erstmal zu überlegen. Also das dauert schon ein bisschen. Und dann würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Ich verabschiede mich, bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.